Bald sind die Wahlen in der Türkei und die Bild-Zeitung hat vor circa einem Monat einen Artikel halt verfasst, wo es geschrieben steht, wie gefährlich wird dieser Mann für Erdogan. Ja, es geht um Kemal Kılıçdaroğlu, um die Oppositionspartei CHP, der mittlerweile jetzt kandidiert, denn 20 Jahre lang hat er sich gar nicht getraut. Immer wieder hat er Leute vorgeschickt, weil er ganz genau wusste, dass er verlieren wird. Ja, hat er seine eigenen Leute einfach vorgeschickt und verlieren lassen. Aber mittlerweile, ihr wisst ja selber, vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, vorletztes Jahr war ja Pandemie gewesen. Die Preise sind gestiegen, ja, Inflationsrate ist gestiegen. Und da bringt es ja immer so rüber in Türkei, ob nur in Türkei alles teuer wäre. Und jetzt ist er raus. Jetzt will er kandidieren gegen Erdogan. Ich werde gegen Erdogan gewinnen, sagt er. Und deswegen hier hat die Bild-Zeitung jetzt diesen Artikel verfasst. Wie gefährlich wird dieser Mann für Erdogan? Ja, wir werden es jetzt zeigen, dass dieser Mann vielleicht nicht nur gefährlich ist für Erdogan, dass er viel gefährlicher ist, sogar für das ganze Volk. Und zwar werden wir jetzt ein Video zeigen. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Ben 300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülke. Temiz para. 300 milyar dolar. Dışarıdan yatırımcıyı mı Evet, kastediyorsunuz? temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası. 300 milyar dolar parayı getireceğim Türkiye'ye. Also man denkt, das ist erstmal fake, das kann ja gar nicht wahr sein. Ramazan, wo hast du es denn zusammengestellt? Ja, oder wo hast du es denn überhaupt her? So habe ich es erstmal auch gedacht, wo ich das erste Mal gesehen habe. Da habe ich wirklich live im Fernsehen, live, an eigenen Kanälen, wo er halt bevorzugt wird, habe ich dann auch gesehen, dass er genau dieselbe Worte auch benutzt hat. Ja? Und das ist wirklich ernst. Das ist wahr. Das ist wirklich ernst. Was sagt er hier? Wir schauen uns nochmal an. Drogenhandel, Steuern von Drogenhandel, Organhandel oder Steuern nehmen, Schwarzgeld, die Leute, die den Staat betrügen, von denen will er auch was nehmen? Steuern. $300 Milliarden Dollar, sauberes Geld, sauberes Geld. Drogenbosse. Ja, also Bild-Zeitung, ich bin mir ganz genau, also ich glaube schon, dass die Bild-Zeitung gar nicht diese Videos kennt, dass er gar nicht diesen Mann wirklich kennt. Die gehen einfach zu irgendwelchen Leuten, die halt Fans von diesem Gestalt sind. Ich meine, so eine farblose Gestalt in Deutschland würde nicht mal ein Prozent bekommen. Nicht mal ein Prozent von Stimmen. Ja? Aber in Türkei ist das leider möglich. Also in Türkei ist Politik ganz anders. Ja? Solange du Erdogan-Gegner bist, solange du gegen Erdogan was sagst, kannst du natürlich auch ganz oben stehen. Ne? Hauptsache, du schießt gegen Erdogan. In Türkei im Augenblick ist es so. Warum? Weil dieser Mann hat viel für Türkei gemacht. Dieser Mann hat viel Bewegung gebracht. Ja, aus diesem Grund allein schon sind viele, er hat sehr viele Gegner. Aber was er hier rausholt, das ist unglaublich. Er versucht das, was illegal ist, legal zu machen. Überlegt euch mal, Steuern von Drogenhandel, Organhandel, ja, Schwarzgeld und Drogenbosse. Ja, was er hier alles rausholt. Und dieser Mann soll jetzt ab 14. Mai der neue Präsident werden. Also der hat Trump alle überholt. Trump ist noch gar nichts dagegen, ne? Trump war noch irgendwie ein bisschen lustig. Dieser Typ hat nicht mal Charisma. Ja, gar nichts. Ja, null. 0,0. Aber der will einfach Sachen, die illegal sind, legal machen, weil Steuern. Oder denen ist gar nicht bewusst, dass diese Sachen illegal sind. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es ihnen bewusst ist. Aber dieser Mann denkt wirklich, dass er von Drogenhandel, von Organhandel Steuern einnehmen kann. Könnt ihr euch mal vorstellen? Das heißt, diese Sachen müssen erstmal legal werden. Entweder will er, hat er vor, diese Sachen legal zu machen. Allahu alam, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist er, hat nicht alle Tassen im Schrank. Der ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, nicht sauber. Allahu alam, Schizophrenie, vielleicht auch krank. Ich weiß es nicht, aber das, was er hier erzählt, ist auf jeden Fall nicht sauber. Obwohl er behauptet, sauberes Geld zu bringen. 300 Milliarden aus England von Drogenbosse und tralali tralala. Woanders sagt er sogar noch 400 Milliarden noch zusätzlich dazu. Ja? Unglaublich. Gucken wir uns einfach nochmal an. Mal letztes Mal. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan
vergiyi alacaksın. Unglaublich. Präsident von der Türkei. Para parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Also die Bild-Zeitung soll auch mal sich anschauen. 300 Milliardär Dollar mit wem die hier zu tun haben. Temiz para. 300 Milliardär Dollar. Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz? Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası. 300 milyar dolar parayı getirecek Türkiye'ye. Naja, also, das hat mich auf jeden Fall erinnert an jemand anderen. Dann zeige ich euch auch vor 11 Jahren oder so. Ja, wer hier? Hallo, liebe Zuschauer, ich heiße Kadim Sanlı, ich komme aus der Türkei. Oh, ein bisschen schneller. Ich bin Kandidat für Hessen Landtag, ich bin in der Liste Platz 18. Und gehen Sie bitte für Wahl und geben Sie bitte Ihre Stimme. Besser für mich, weil mein Programm ist besser als die andere Kandidat. Herr Sanlı, warum wollen Sie in den Hessischen Landtag? Weil ich lebe als Politik und ich bin ein junger Mann für Politik. Was ich mache für die Menschen, deswegen ich muss kämpfen für die Menschen. Was machen Sie denn besser als der jetzige Ministerpräsident zum Beispiel oder als die jetzigen Politiker? Was machen Sie besser? Ich habe 1 bis 40 Programme. Wenn ich gewählt, ich möchte 19% Mehrwertsteuer abmachen, weil wegen 19% Mehrwertsteuer die Firma alles weggegangen nach Ausland. Das ist auch wahr. Das ist, der hat wirklich auch kandidiert. Firma zurück nach Deutschland. Sie sagten auch, was ganz wichtig sei, ist, dass der Döner nur 2 Euro kosten darf. Ja, ich möchte für ganz Deutschland, Döner muss 2 Euro sein, weil viel Arbeit los gewesen und die Leute hat kein Geld für die Essen bezahlen. Und dann reden Sie von Puffhausfrauen, die bei der Stadt angestellt sein sollen. Was ist das? Das heißt, die Puffhausfrau nicht mehr privat arbeiten, also nicht mehr muss für Stadt arbeiten, weil die Stadt braucht viel Geld. Also die Stadt muss helfen bei Puffhausfrau, weil die sind auch Mensch. Und die Puffhausfrau muss mit versichert sein. Das ist der deutsche-türkische Kemal-Kılıçdaroğlu. 1:1, genauso denken die. Deswegen, die Stadt muss helfen. Und dann sagen Sie die Polizei... Das der Unterschied ist einfach, dass dieser 0,0001% hat, der Kemal-Kılıçdaroğlu. Mindestens mehr als 40% der Stimmen in Türkei, ja, für den Wahlkampf. Nur im Zivil, mit zivilen Anzügen gegen Erdogan und mit zivilen Autos auf die Straße. Warum? Weil wir müssen Geld sparen für den Anzug und für das Auto. Wenn Sie die Leute überzeugen wollen, was sagen Sie denen? Was sagen Sie den Menschen draußen, damit die Ihnen ihre Stimme geben? Ja, ich möchte es so sagen, die Menschen müssen zum Wahl gehen und ihre Stimmen geben. Aber die Menschen müssen richtig ihr Programm lesen. Erst die Programm lesen und welches Programm ist das Beste für die Menschen und dann die Menschen muss denken und geben diese Antwort. Und welches Programm ist das Beste? Ja, ich glaube, mein Programm ist das Beste, die andere Kandidat. Sie kann sehen, die andere Kandidat Programm auch, aber ich habe noch nicht gemerkt, meine ist das Beste, die andere. Weil ich bin ein junger Mann und die andere auch, alles zu alt geworden, die, alle Kandidaten. Kommen wir nochmal zu ein paar Punkten. Sie haben ein sehr großes Programm. Insgesamt, ich kann es mal zeigen, fast 40 Punkte, es ist sehr viel und da steht sehr viel drauf. Wir gucken einfach mal, da steht zum Beispiel Vollzeitarbeit mit 8 Stunden für Männer, dafür nur Teilzeitarbeit für Frauen mit 4 Stunden. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel Mann und Frau, wenn heiraten, für die Männer 8 Stunden muss sein, mehr 8 Stunden ist verboten, für die Frau 4 Stunden muss sein, mehr 4 Stunden ist verboten, weil die Frau muss 4 Stunden arbeiten, die andere Stunde muss zu Hause arbeiten, weil die Frau hat zu Hause viel Arbeit. Die Frau muss kochen machen und muss putzen machen, ich helfe nur für die Frau. Die Männer muss 8 Stunden arbeiten, wenn die Männer keine arbeiten zum Beispiel, die Frau nachher zu Hause macht Pappel und nachher Scheidung oder Familie kaputt, deswegen die Männer muss 8 Stunden arbeiten, also mehr Frau arbeiten. Unter dem Punkt 19 sagen Sie auch mehr Stadttoiletten für Hessen. Warum? Weil die Leute brauchen mehr Toiletten. Das muss die Stadt für die Leute muss denken. Muss mehr Toiletten haben. Dann gibt es noch einen Punkt, Nummer 30. Wir organisieren ein Schönheitsfestival für Männer und Frauen jedes Jahr. Ja, das heißt so, die junge Frau und die junge Männer, bei diesem Festival, wer ist schön, wer ist nicht schön, das muss ein Organisator machen für die Stadt und nachher die Leute als Manken arbeiten, zum Beispiel als Fotomodell arbeiten, für die Leute muss ein Chance geben, wegen Job, wegen Arbeit. Dann haben Sie der letzte Punkt wortwörtlich, die Tiere muss essen die Tierfleisch und die Menschen muss essen die Menschenfleisch. Das heißt so, für die ganze Welt, die Menschenfleisch ist besser die andere Fleisch. Zum Beispiel ein Mensch kann Dusch machen. Ja, eine Tiere zum Beispiel kann nicht duschen machen, deswegen die Tierefleisch ist nicht gut, also die Menschenfleisch beste Fleisch für die Essen. Heißt, wir sollen Menschenfleisch essen? Ja, warum nicht? die Menschenfleisch ist
besser sauber Fleisch und wir müssen besser sauber Fleisch essen. Also die Menschen nicht mehr in Friedhof rein, muss in den Magen rein. Also Friedhof nicht mehr. Okay. Deswegen. Nochmal zur Erklärung, das also, heißt, weil Tiere so dreckig sind, sollen wir keine Tiere mehr essen, sondern uns selbst. Ja, das heißt so. Also man kann diesen Menschen natürlich nicht ernst nehmen und das müssen wir alle, deswegen nehmen wir auch diese Person nicht ernst, aber Kemal Kılıçdaroğlu, die nimmt die Bild-Zeitung ernst und die farblose Gestalt wird einfach ernst genommen. Dann viel Spaß mit Organhandel, Steuern oder hier Drogenhandel, Gelder sollen versteuert werden. Und was weiß ich was, das habt ihr selber gehört. Und das soll der Gegner von Erdogan sein. Ja, das ist natürlich traurig, aber auch wahr. Irgendwie auch lustig.